liebe Brüder und Schwestern, heute seid ihr mal auf einen anderen Weg eingeladen, auf einen Weg der inneren Ruhe, des Friedens und der Ernüchterung. Es gibt viele Gifte in diesem Leben, Gifte, die auf unser Bewusstsein wirken, auf unseren Verstand, Gifte, die auf unseren Körper wirken. Wir wollen ein wenig Ruhe tanken, ein wenig Besinnlichkeit tanken und ein wenig zu uns kommen, egal wo wir gerade sind, was um uns ist, ob wir in einem Büro sitzen oder zu Hause in einem Sessel. Wir nehmen uns die Zeit, schließen die Augen, atmen tief und ruhig und spüren diese Energie. Entspannen uns, atmen tief und ruhig durch und öffnen uns für das Ganze. Wir sind ein Teil des Ganzen, ein Teil der Unendlichkeit. Wir sind ein Wunder. Wir sind ein Wunder der Evolution, ein Wunder der Entstehung. Und wir sind nie allein. Auch wenn du jetzt alleine sitzt, in einem Sessel oder draußen auf der Wiese, schließe die Augen, atme tief und ruhig durch und spüre das ganze Leben in dir. Das alles, was du bist, dein Individuum, was aus Milliarden von Energienflüssen besteht, was aus Milliarden aus Lebenszellen besteht. Du bist ein kostbares Geschenk, ein kostbares Geschenk des Lebens. Wir öffnen unseren Geist und wissen, wir sind nicht allein. Wir sind nie allein. Niemals und nirgendwo sind wir wirklich allein. Denn in uns fließt das Leben. Das Leben ist voller Zellen, voller Energie, voller Bewusstsein. Wir sind ein Teil des Ganzen und wir öffnen uns diesem, den Weiten der Unendlichkeit. Das Universum, wie wir es kennen, ist nur ein ganz kleiner Bereich des Unendlichen, welches uns umgibt. Schließen die Augen, öffnen uns und spüren, dass wir auch hier auf unserer Erde nicht alleine sind. In den Weiten der Unendlichkeit gibt es auch andere Wesen, anderes Leben, anderes, was wir spüren. Wir sind verbunden mit dem Ganzen, wie auch sie es sind. Wir sind ein Teil des Ganzen. Wir sind ein Teil von Chaos, wir sind ein Teil von Ordnung, wir sind ein Teil von Entstehen und Vergehen. Öffne dich und lasse die Energie durch dich fließen. Öffne dich und spüre, du bist nicht allein. Öffne dich und spüre, du bist Teil eines Ganzen. Du bist Teil von allem. Und alles ist ein Teil von dir. Finde die Ruhe, die Kraft in dir. Die Kraft, die es hilft, deine seelischen und auch geistigen sowie auch körperlichen Gifte zu lindern. Bring dir die Ruhe, bring dir den Frieden, bring dich in Einklang mit dem Gesamten, bring dich in Einklang mit Chaos und Ordnung. Bring dich im Einklang damit, dass alles im Wandel ist, alles vergeht, alles entsteht. Wir sind ein Augenblick, aber wir sind kostbar. Und es steckt mehr in uns, als nur dem Materiellen zu folgen, als nur dem Materiellen sich hinzugeben. Das Materielle ist vergänglich, aber die Ewigkeit bleibt immer bestehen.
Das Leben bleibt bestehen. In den Weiten, in den Unendlichkeiten wird es im Chaos und der Ordnung immer Leben geben. Und du bist ein Teil des Ganzen. Du bist ein Teil der Unendlichkeit. Du bist ein Teil von Chaos und Ordnung. Wir begeben uns in Ruhe, wir begeben uns in Zufriedenheit und hinterfragen uns auch nicht nach unserem Zweck. Wir hinterfragen nicht unseren Sinn. Der Sinn des Lebens ist einfach des Lebens. Und wir sind ein Teil davon, ein Teil des Ganzen. Welche Zufälle, welche Wirkungen, welche Gemeinsamkeiten auch dazu geführt haben, dass dieses Geschenk Leben uns gegeben ist, ist es einfach da. Und wir geben uns die Ruhe, die Energie zu tanken, die Kraft zu tanken. Öffnet euch auch in der Ruhe zu eurem Glauben. Ich werde euch keinen Glauben geben. Ich werde euch nicht sagen, an was ihr glauben sollt. Was ihr glaubt, das müsst ihr selbst bestimmen. Öffnet euch, spürt auch euren Glauben, spürt die Energie, spürt aber auch die Unendlichkeit. Spürt, dass ihr nicht alleine seid, dass ihr Teil eines Ganzen seid. Dass ihr hier auf der Erde ein Teil von Milliarden seid. Ein Teil von Milliarden menschlicher Wesen. Ihr seid nicht allein. Ihr seid nie allein. Milliarden von Gedanken fließen durch die unendlichen Weiten des Raums. Milliarden Gefühle entfalten sich durch die unendlichen Weiten. Man ist nicht allein. Man ist Teil des Ganzen. Und jeder Gedanke zählt, jedes Gefühl zählt. Hast du Schmerzen? So denke über diese Schmerzen nach. Verwirkliche sie in dir. Lass sie raus. Lass Tränen fließen. Weine bitterlich, wenn es dich schmerzt. Es ist dein gutes Recht, es ist ein Gefühl. Aber mach dir klar, auch Schmerzen werden vergehen. Denk auch an die schönen Sachen, an die Momente des Glücks, an die Momente, in denen du vor Freude lachst, auch dies ist ein Gefühl. Gib dich denen hin. Denke auch an die schönen Sachen. Denke daran und immer wieder, du bist nicht allein, sondern du bist Teil eines Ganzen, einer unendlichen Begebenheit, einer unendlichen Kraft und Macht. Einer unendlichen Wirklichkeit, die ewig im Wandel ist, ein ewiger Wechsel im Chaos und Ordnung sich entfaltet und immer wieder neue Wunder bildet. Wir sind ein Teil des Ganzen. Wir sind ein Wunder, das sich gebildet hat aus den Tiefen der Unendlichkeit. Wir haben ein Bewusstsein. Wir denken, wir fühlen. Wir erschaffen Neues. Wir sind ein Wunder. Du, genau wie ich. Ich lade euch hier ein, ein wenig in euch zu gehen, ein wenig Ruhe zu tanken, ein wenig zu verstehen, dass ihr nicht alleine seid. Auch dass der Schmerz, den ihr leidet, nicht alles ist. Schmerz ist genauso ein Teil des Lebens, ein Teil der Gefühle, ein Teil der Unendlichkeit. Ein Teil von Ordnung und Chaos, wie es auch Glück ist. Und verschließt euch nicht vor den glücklichen Momenten, sondern bewahrt sie in euch. Lasst aber auch Trauer zu, lasst Trauer raus, presst es nicht in euch rein. Gebt euch der Ruhe hin, gebt euch den Frieden hin. Gebt euch dem Bewusstsein hin, dass wir nicht alleine sind, dass du nicht alleine bist. Dass wir alle Teil eines Ganzen sind, Teil der Unendlichkeit, Teil von Entstehen und Vergehen. Und es wird immer weitergehen. Eines Tages wird dieser Körper, den ich habe, aufhören zu existieren. Aber
aber mein Bewusstsein, meine Gedanken, meine Liebe, meine Gefühle, meine Sinne sind in dieser Unendlichkeit gegeben, sind ein Teil dieser Unendlichkeit und werden bestehen. Eben auch wie deine Gefühle, wie deine Gedanken, deine Liebe, dein Hass, dein Glück, dein Leid. Alles ist gegeben in dieser Unendlichkeit. Nichts ist vergänglich. Alles ist nur im Wandel. Eines Tages werden wir uns alle auf einer anderen Ebene wiedersehen. Wir sind gegeben, im Moment zu leben. Und im Moment wirken viele Gifte auf den Körper, auf den Geist. Gerade Hass, Gewalt, Krieg, Terror, Ausgrenzung, Diskriminierung, Hass, Gewalt, alles das frisst an unseren Verstand, frisst an unseren Geist. Eben auch die materielle Welt, die Perfektion, die dahinter steht. Diese Perfektion ist nur ein Glaube der Menschheit, eine Illusion. Es gibt keine Perfektion. Schließ einfach die Augen. Lass dich ein wenig fallen. Gib dir die Ruhe und denke darüber nach, dass es keine Perfektion gibt. Du musst auch nicht perfekt sein. Du musst auch keinem was beweisen. Du bist ein Teil des Ganzen. Du bist ein Individuum, das aber zum Ganzen gehört. Wir alle sind ein Wunder des Ganzen. Und keiner ist besser oder schlechter als ein anderer. Wir stehen nicht übereinander, untereinander, sondern wir sind genauso viel wert wie das Ganze. Und das Ganze ist ebenso viel wert wie jeder Einzelne von uns. Wir sind ein kostbares Geschenk. Wir sind am Leben. Und eben dieses Leben ist ein Geschenk. Ein Geschenk der Unendlichkeit, ein Geschenk der unendlichen Kraft, ein Geschenk der unendlichen Wirkung von Chaos und Ordnung. Schließt eure Augen. Begebt euch ein wenig zur Ruhe, tankt ein bisschen Energie und Kraft, spürt die Energie, spürt diese Kraft des Ganzen, diese unendliche Macht, die nicht zu beschreiben ist, die es einfach gibt, eine Quelle des Lebens, eine Quelle der Zerstörung, aber auch eine Quelle der Ruhe, der Ordnung, eine Quelle des Seins, eine Quelle des Lichts, eine Quelle der Dunkelheit, eine Quelle von einzelnen Beendungen, eine Quelle von einzelnen Anfängen, eine Quelle, die nie endet, eine Quelle, die sich immer neu erschließt. Schließt eure Augen und denkt daran, wir sind nicht hier alleine. Hier in diesem Raum, wo ihr auch seid, oder ob ihr draußen seid, ihr seid um euch herum nicht allein, nicht mal in euch seid ihr allein. Es fließen Milliarden von Energien, Milliarden von Zellen durch euch. Und jeder einzelne von uns ist ein Wunder. Unabhängig davon, ob es materielle Einflüsse ergibt oder ob es einer Perfektionsreihe folgt oder nicht, ob es rein in Chaos folgt, ob es am Boden liegt, ob es steht, ob es springt oder kriecht. Egal, ob du nun gebunden bist und gefesselt an ein Bett, weil dein Körper aufgegeben hat oder vergiftet ist oder eben nicht ausgebildet wurde,
um wirklich im Leben zu wandeln? So hast du einen Geist? Du bist Teil eines Ganzen, Teil dieser Unendlichkeit. Auch ein Obdachloser, der irgendwo auf der Straße ist, ist nicht allein. Er spürt die Kälte, er spürt die Wärme, er spürt sogar sicherlich öfters den Tod. Und dennoch ist er ein kostbarer Teil des Ganzen, ein kostbarer Teil der Unendlichkeit, ein Geschenk, er ist am Leben. Geht in euch rein, schaltet ein wenig ab von dem Materiellen, von den Perfektionen. Seht das Ganze, seht andere Dimensionen. Seht ein wenig, dass es über das Ganze hinausgeht. Dass es nicht so wichtig ist, welchen menschlichen Bezug zur Arbeit du hast, um Geld zu verdienen. Lass diese materiellen Sachen alle hinter dir. Schalte ein wenig ab, komm zur Ruhe, finde den Frieden. Siehe in dir, siehe, dass du wichtig bist, dass es nicht darauf ankommt, Geld zu verdienen, Materielles übereinander zu stellen, sich in Perfektionen zu messen, sondern dass wir unterschiedlich sind, ein Wunder, verschieden, eben ein Teil von Ordnung und Chaos. Und jedes einzelne Leben ist kostbar. Nicht nur der Mensch. Aber der Mensch ist etwas Besonderes. Er hat nicht nur ein Bewusstsein entwickelt, was weit über den Normalen hinausgeht, sondern jeder einzelne Mensch hat auch ein Bewusstsein entwickelt, aus dem Nichts etwas zu erstellen. Fantasie zu durchlaufen, die es gar nicht gibt. Neues zu kreieren, Neues zu gestalten. Und wir sind ein wichtiger Baustein in der Gegebenheit der Evolution. Schließt die Augen, lasst es in Ruhe auf euch wirken, diese Energie, diese Vielfalt, diese unendlichen Weiten. Und spürt ihr es auch? Wir sind nicht allein, auch nicht auf diesem Planeten. Das Universum ist unendlich. Der Mensch hat auch angefangen, die ersten Schritte zu tun. Auch wenn es nur die Größe zum Universum hat, als wären wir auf einem Sandkorn spazieren gewesen. Wir haben angefangen, die Weiten über unseren Planeten hinaus zu erforschen. Eben auf den Gefühlen und dem Bewusstsein, dass wir nicht alleine sind. Und wir sind auch nicht alleine. Das Universum ist unendlich. Und selbst in den abgesandtesten Ecken kann es Leben geben. Wir kennen gerade mal eine Sandkorngröße des Universums, wenn man das überhaupt beschreiben kann in einer Unendlichkeit. Schließt die Augen, kommt zur Ruhe. Lasst es in euch fließen. Ihr seid Teil des Ganzen. Teil dieses gewaltigen, unendlichen Ganzen. Und das Ganze, diese Unendlichkeit, ist ein Teil von euch. Wir sind Leben. Und Leben hat den Sinn zu leben. Leben hat den Zweck und Sinn zu leben, sich auszubreiten, sich zu vermehren. Eben dieses Wunder weiterzugeben. Das ist unsere Bestimmung, unser Zweck. Wir sind nicht allein. Wir sind Teil eines Ganzen. Schließt die Augen, lass es in Ruhe. Es muss auch nichts perfekt. Es muss auch nicht unsere Erlösung sein, anderes Leben in den unendlichen Weiten zu finden. Vielleicht werden wir nie irgendeine andere Spezies im Universum entdecken. Dennoch
sind wir nicht allein und es ist vorhanden. Schließe die Augen, lass es auf dich wirken, dass wir nur ein ganz kleiner Teil der Unendlichkeit sind. Aber eben die ganze Unendlichkeit ist auch ein Teil von uns. Wir sind alle gegeben aus dem Wandel von Chaos und Ordnung. Ohne diesen Wandel wäre unser menschliches Leben auf dieser Erde gar nicht möglich. Ich widerspreche auch nicht einen eurem Morgen, damit ihr das versteht. Glaubt ruhig, glaubt an euren Glauben, glaubt an eure Götter. Das ist euer gutes Recht, das werde ich euch auch nicht nehmen. Ich sage nur, dass es die Unendlichkeit gibt. Und eben die Unendlichkeit ein Teil von jedem von uns ist. Und solltet ihr im Alltag sein, auf Probleme begegnen, Stress begegnen oder Stress bewältigen müssen, dann atmet tief durch. Wenn es möglich ist, schließt kurz die Augen, atmet tief durch und denkt darüber nach, dass das Materielle nicht wichtig ist. Nicht wichtig ist, was jemand besitzt, sondern dass wir alle ein kostbares Leben sind. Und eben machen mich materielle Güter oder Perfektionsansichten nicht zu einem besseren Lebewesen als sie, ein anderes. Ich will es hier euch nur nochmal nahelegen. Schließt die Augen. Befreit euch von diesen ganzen Giften, die es in der Welt gibt, die an Perfektion grenzen, die an Unterschiede grenzen, indem man sich übereinander stellt, ob Hautfarbe, Berufsfähigkeit, Geld, andere materielle Güter. Lasst es hinter euch, schaltet einfach ab. Denkt über Gefühle nach, denkt über eure Gedanken nach. Lasst eure Gedanken frei in diesem Raum, in dieser Ruhe. Spielt ein wenig mit ihnen und öffnet euch für neue Dimensionen, für ein weiteres Bewusstsein. Denn ihr seid Teil des Ganzen. Lasst nicht Neid und Hass aufkommen. Findet den Frieden in euch. Den Frieden in euch, dass das Materielle und diese Perfektion nur ein irdisches und menschliches Projekt sind. Nicht Bestand haben für die Ewigkeit und auch nicht für die Ewigkeit gegeben sind oder eben von der Ewigkeit erschaffen wurden. Das Materielle, dieser Perfektionszwang, ist rein eine Produktion, eine Illusion des Menschen. Es ist nur ein Augenblick, ein Moment, der unser Leben abhängig macht von irdischen Gütern. Aber es geht weit darüber hinaus. Schließ die Augen, mach dich frei von Hass, von Gier, von Neid und erlebe ein wenig Ruhe und Frieden und spüre, dass du Teil des Ganzen bist, dass du Teil bist aller Menschen, dass du Teil bist noch mehr weiter hinaus. Teil der Unendlichkeit. Und diese Unendlichkeit ist ein Teil von dir.